Hallo, der Philipp hier. Heute gibt es wieder kein Sportvideo, sondern einen Aufruf an euch, unsere Sportvideos zu machen und sich fit zu halten. Da der Stefan das letzte Video nicht so richtig verstanden hat, gibt es das heute mal in vereinfachter Form. Denn sportliche Reize sind gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Wie ihr vielleicht wisst, senden Muskeln bei entsprechender Belastung Botenstoffe aus, welche uns vor Erkrankungen schützen können. Diese nennt man Myokine. Wichtig ist den Muskeln hierbei ein überschwelliger Reiz, also ein Reiz, der größer ist als unsere Alltagsbelastung. Dann werden Myokine in großer Zahl ausgeschüttet, die uns helfen, gesund zu bleiben. Dadurch, dass unsere Bewegung in der jetzigen Situation doch recht eingeschränkt ist und viele noch mehr sitzen oder liegen als im normalen Alltag, führt das leider auch zum Abbau von T-Lymphozyten, die für unsere Immunabwehr mitverantwortlich sind. Den Abbau der T-Lymphozyten müsst ihr euch vorstellen wie bei einer Autobatterie. Wird das Auto über einen längeren Zeitraum nicht gefahren, wird die Batterie immer schwächer und irgendwann wird es schwierig, das Auto wieder zu starten. Ist und bleibt die Batterie voll, ist es für das Auto kein Problem, nach einer längeren Stehpause oder bei Kälte wieder zu starten. So müsst ihr euch eure Immunabwehr vorstellen. Je besser sie ist, desto besser schützt sie euch. Einen überschwelligen muskulären Reiz kann man auch sehr gut am Beispiel Sauna erklären. Auch die nutzen viele, um ihr Immunsystem zu stärken. Hier stärkt der Unterschied zwischen extrem warm zu extrem kalt, zum Beispiel durch das Einreiben mit Eis nach dem Saunagang oder der Gang ins Tauchbecken, unsere Immunabwehr. Nichts anderes machen wir mit intensivem Muskeltraining. Wir stärken unsere Immunabwehr. Da bei älteren Menschen die Batterie nicht mehr so stark geladen ist wie bei jüngeren Menschen, fällt der Neustart nach einer langen Ruhestellung besonders schwer. Deswegen versucht bitte, eure Batterie mit Training in gutem und aufgeladenem Zustand zu halten. Das stärkt euer Immunsystem und stärkt eure Gesundheit. Das intensive Muskeltraining oder der Gang in die Sauna sollte natürlich nur von gesunden Menschen durchgeführt werden. Denn liegt schon ein Virus oder eine Entzündung vor, stellt das schon eine Belastung für unser Immunsystem dar. Eine weitere ist dann meist schwer zu verkraften. Sobald wir wieder aufmachen dürfen, freuen wir uns, euch alle wiederzusehen. Ihr seht, es ist komplett leer. Es macht viel, viel mehr Spaß, wenn ihr alle da seid. Und wir freuen uns, euch wiederzusehen, um dann gemeinsam mit euch eure Fitness, eure Kraft und euer Immunsystem zu trainieren. Bis dahin, bleibt alle gesund.